Wer an der A war und noch weiß, dass er an der A war, der war nicht an der A. So heißt's an der A. Guten Abend. Habe ich das nicht schön anmoderiert? Hast du das jetzt schön? Ich war nur nicht darauf vorbereitet. Es war ganz zauberhaft, großartig. Also, wir nachmittagisieren trübe weiter, wie vorhin bereits schon bei den rheinhessischen Rieslingen. Jetzt geht es, wie angekündigt, um die Spätburgunder der Ahr. Die Nur spät oder auch früh? Nein, alles Spätburgunder. Ja, das Die stimmt. Spätburgunder der Ahr. Zeitlang waren sie dann doch etwas fett und holzig und überreif und dick. Und das hat sich schwer geändert. Tatsächlich. Da, ja, da hat sich sehr, sehr viel getan. Inzwischen werden diese Weine immer eleganter. Gut, ich dachte, ich müsste jetzt irgendwo draufschlagen Na, oder irgendwas so ich war dabei aufziehen. mit I anzufangen und mit irgendwas. Elegant. Und das war dann, es ist ja nicht I, es ist ja gut. Ist ja gut. Wir fangen jetzt einfach an. Ja, sehr gut. Findest du? Bist du fertig? Ich bin fertig. Achtung. Komplett? Ja. Oder zum Anfangen? Nein, zum Anfang. Ja, das ist gut. Ja. Nummer? Achtung, jetzt Nummer. 3, 2, 2, 5, 1, 3. Gut. Es schleift wirklich ein bisschen. Ja, aber es ist auch relativ kühl. Kühl, ein bisschen dunkel getrocknet floral. Ja, ein bisschen butterig auch, finde ich. Ja, auch Butter und Hagebutten. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe da Romane reingeschrieben. Johannisbeeren, Tabak, alles Mögliche drin. Naja, ist ja auch. Ja, das ist wirklich mal nicht so Rumpelholz. Das wirkt sehr jung, sehr geschliffen, saftig, straff. Ja, nur ähnlich tief ist es nicht. Naja, das ist auch 13, oder? Das ist Ja, nicht das ist 12. 13, Ja, auch das ist 13. wirklich Jungwein. Ja. Aber dafür ist es ziemlich gut. Holz hat es so gut wie überhaupt keins. Das ist knackig. Die Frage ist jetzt, sind es 4 oder 5? Genau die Frage. Sind wohl eher 4. Ja. Aber es macht einfach Spaß. Hier ist das ein geradezu Das ist ein süffiger schöner, Wein auf süffiger hohem Niveau. Spaßwein. Das macht Spaß. Wissen wir, was der kostet? Ich weiß jetzt ja nicht einmal, was es ist. Gute Antwort. Das ist der normale Einstiegsspätburgunder von Mayenne. Ja, hätte man denken können. Der ganz normale Einstiegsspätburgunder. Schön, Ich weiß ja. nicht, was er kostet. Macht ja Ich nichts, weiß aber es nicht das genau. ist Aber jetzt keine Mengen. Wenn man sehr sich denkt, was erfreulich. für ein Schrott alles 50 Euro kostet in Deutschland. Das macht Spaß, das kann man saufen. Das Und macht durch die richtig Laune. 20. Vor allem, ja, das ist um die 10. Ja, bitte. Also, das ist doch super. Deutlich 120. Ja, das ist süffig. Vor allem, Was ist das? das Geht trinke runter. man wie so oft, bitte etwas kühler. Spätburgunder, Ja. nie zimmerwarm trinken. Das ist Idiotie. Also 18 Grad sind das höchste der Gefühle. 16 passen wunderbar. 3, 2, 2, 6, 5, 7. Warm werden sie ohnehin von allein. Eben immer alle. Das ist mehr Holz, das ist auch viel mehr getrocknete Kräuter. Sind viel mehr getrocknete Kräuter? Ja, das wirkt auch schon wesentlich gesetzter. Ganz wirklich diese Auberginen haben die oft. Die hast du auch hier, diesmal ein bisschen so gebackene Aubergine. Auberginenpizza mit Oregano, Ja. getrockneten Tomaten. Und so leichter Röstung. Das passt, finde ich, recht gut. Ein Hauch laktisch, aber durchaus geschliffen. Naja, dass jetzt Rotweine in diesem jugendlichen Stadium noch einen ganz leicht laktischen Ton haben, ist völlig klar. Das stört mich auch nicht. Was mich ein bisschen stört, warum er nicht mehr hat, ist, dass er den kleinen Weg antrocknet, das Tannin. Was vor allem daran liegt, dass er halt nicht so viel Substanz und Tiefe hat, um das ganz aufzuwiegen. Ich finde das sehr gut, aber mehr wie 85 sind es nicht. Nein, das sehe ich genauso. Was haben wir? Aha, das ist das Weingut Kreuzberg mit dem Spätburgunder Unplugged, das da auch so
mehr oder weniger die herbe Basislinie bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Grund drunter haben. Ich glaube fast nicht. Ja, immer. Gut ist es. 3, 2, 2, 5, 2, 3. Und die denken sich das schon. Aufreißen und saufen. Und so ab nächsten Jahr finde ich, das ist auch genau das, was man damit machen sollte. Das ist wieder mehr Holz und auch insbesondere mehr Raucharoma. Ja, und Unterholz, getrocknete Pilze, sowas. Ist gut. Vegetabile Noten. Ja, stimmt. Was Erdiges, ein bisschen rustikaler im Ganzen. Ja, Erscheinungsbild. Hat aber ein bisschen mehr Substanz. Auch wenn es dabei ein bisschen marmeladiger ist als der andere. Das ist aber nicht schlecht. Mhm. Kann man mit Sex leben, oder? Aber ja. Mehr sind es nicht. Wie gesagt, dazu ist es dann ein klein wenig zu marmeladig. Aber das ist gut. Das ist Meyer Nechels Spätburgunder S. Das kostet es dann aber auch schon um die 20 Euro. Siehst du? Also du hast viel mehr als der andere. 3, 2, 2, 5, 2, 1. Wieder so ein bisschen fischig. Es ist kühl, herb, ein bisschen altholzig, ja. Unterholzig. So gewisse feine Pilznoten drin. Ja. Ja, so. Ja. Ein bisschen kräuterseitlingsartig, so ein bisschen diese Richtung halt. Aber nicht nur. Es ist pilzig. Mhm. Das macht mir schon wieder Appetit. Jetzt wird es eh Herbst. Muscheln und Pilze ist Blödsinn, ne? Also man muss die schon trennen. Mhm, ja, hier würden jetzt auch keine Muscheln dazu passen, aber Pilze stimmt schon. Ich würde mich trauen, Jakobsmuscheln mit Pfifferlingen schonen zu kombinieren. Ja, oh, ja, das stimmt. Würde ich aber einen anderen Wein dazu trinken. Ja, eben. Aber ich finde, das hat gewisse Finessen auch. Also ich finde das schon die Mineralien ziemlich einnehmend ja. Gut. Mineralisch ist es ja auch. Ja. Doch, das gefällt mir. Ich habe das ja schon öfters gesagt, wenn dann irgendwann die Gerichte vor dem inneren Auge anfangen vorbei zu defilieren, dann muss der Wein was taugen. Ja. Ja, der hat auch mehr Substanz, das ist saftig, das hat Nachhaltigkeit. Das braucht man ein bisschen. Aber das ist sehr, sehr gut. Wird es dann 8 können? Da fehlt mir die Tiefe ein bisschen. Okay. Die nicht? Ich schwanke, aber wenn. Wenn wir sehr zweifeln, müssen wir es mal nochmal kosten. Das ist ja keine Frage. Ja, dann tun wir das. Ich glaube an eine Steigerung nicht, aber wir werden sehen. Das. Ah, wieder Meyer Nechel. Das ist der Blauschiefer. Übrigens ungefähr 5 Euro günstiger als der S, den wir vorher hatten. Aber es ist der schönere Wein. Der macht totalen Spaß. Und das ist Preis-Leistung, ja. Die passt. 3, 2, 2, 6, 5, 5. 3, 2, 2, 6, 5, 5. Ja. Genau. Sehr herb. Holzig, würzig. Ja, altholzig. Schwarzbeerig. Häutrig, ja. Auch so ein bisschen schwarze Oliven. Mhm. Sehr richtig. Und fast ein bisschen Kapern. Das ist gut, aber es ist nicht so nachhaltig wie der Vorgänger, habe ich so den Eindruck. Richtig, sehe ich genauso. Sind fast wieder 6. Das sind ungeheuer vergnügliche 6, aber es sind 6. Ja. Laune macht es schon. Ah, dieses
die Tastatur. So. Das war das? Ja. Das ist Kreuzbergs Neuenahrer Spätburgunder. Wie schon gesagt, ein Trinkspaß. Ja. Das magst du wirklich richtig saufen. Das macht echt Spaß. Das ist knackig, das hat überhaupt keine Überreife mehr, das ist fokussiert. Das ist so richtig schöner Wien Village Burgunder. Ein wirklich macht einen irrsinnigen Spaß. Nehme ich mit heim. 2244 50. Ich will Pilze machen. Das habe ich dir schon gesagt. Du kannst ja auch Pilze machen. Ich glaube, ich mache heute Pilze. Ja. Das ist ganz anders. Das ist ein bisschen überreif. Das hat getrocknet, vegetabile, fleischige Töne. Ganz genau das, ja. Wirklich fleischig. Ja, und schon so ein sehr abgehangen. Das hat schon ein gutes Fleisch. Ja. Ja, Suppenfond, solche Sachen. Das ist einfach ein bisschen überreif. Auch im Mund. Holzig, überreif, ein bisschen kompottig, trocknend. Ja, aber eine gewisse Festigkeit stellt sich da durchaus. Ja, das stimmt ja alles. Aber ich trinke den Vorgänger wesentlich lieber. Auch wenn das. Frage. Schon alles recht in die Breite gehen hier. Hat es wirklich Sinn? Nö. Danke. Hat es durchaus leider. Es ist mir zu breit und zu verschwommen. Natürlich hat es Substanz. Fehlt an Finessen. Aber das müsste feiner sein. Was ist das? Das ist Deutzer Hof. Wie das immer geht mit den Dunklen. Das ist Kirchtürmchen Spätburgunder, großes Gewächs, muss man halt hier dazu sagen. Dafür ist es ein kleines bisschen enttäuschend. Man muss dieses dickliche, schokoladige, holzige, bisschen breiig, überreife mögen. 225073. Bleibt beim Abgang so unentschieden. Also das ist wirklich so altmodisch, ich mag sowas nicht mehr trinken. Puh, das ist kühl, herb, klar, kirschig. Kräutrig. Erdig, aber dunkle, feuchte, schwere Erde. Das stimmt, aber es ist trotzdem so das totale Gegenteil vom anderen, nämlich sehr fokussiert, fruchtig, kühl, saftig, überhaupt nicht überreif. Das lädt schon sehr ein in der Nase, ne? Also sind ganz feine Gewürztöne da noch dabei. Das hat wirklich Feinheit, das ist sehr schön. Halt. Etwas komplex. Ah, ich schlag nur Unsinn. Das macht schon Laune. Gar nicht, jetzt sind doch ganz leicht marmeladig. Und es trocknet ein bisschen. Rauchholz. Ja, aber ich finde das nicht so schlecht. Nein, es ist eh nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen, wie soll ich das sagen, dieses Holztannin ist mir ein bisschen zu grob. Das ist für mich nicht genau das richtige Holz für den Wein. Es wird sich schon ein bisschen einbinden und dann dieses ganz leicht marmeladige. Ich hätte mir von der Nase noch ein bisschen mehr Finessen versprochen, die mir jetzt ein kleines bisschen abgehen. Weshalb ich ihn bei 87 hätte. Nein. Das war ein sehr entschiedenes Nein. Den würde ich mir morgen noch machen. Machen wir auch. Lassen wir ihn bei 88 schauen uns morgen an. Meine Neckel, ja, das ist natürlich eine ganz große Lage. Das ist Neuenahrer Sonnenberg. Ah, ja. Großes Gewächs. Drei, zwei, sieben. Bin ich gespannt, was er morgen macht. Ja. Ich gewinne.
Puh, etwas grünes Holz ist das fast. Mhm. Auch grüne Nüsse. Ja, ja. Und getrocknetes grünes Gemüse. Das ist viel, wie soll ich sagen, das ist altmodischer. Ja. Auch das Pilzige und Unterholzige und so. Trocknet auch ein bisschen. Es hat Kühle. Es zerfließt dann auch so ein bisschen in Karamell. Ja. Auch die Tiefe reicht da nicht. Nee. Das sind nur 7. Da ist uns sofort einig. Bisschen so Champignon-artig da hinten. Das ist Spätburgunder halt richtig, sehr gern. Ja. Aber es ist nicht. Das ist der Spätburgunder Devon-Schiefer von Kreuzberg. Ja, deutlich mehr Holz, noch mehr Neues, grün, sehr neu wirklich. Boah, wirklich sehr freundlich. Tabak. Mhm. Deutlich. Und wieder getrocknete Pilze. Und dieses ganze Erdige dazu, dieses ja. Unterholzige. Hm. Das hat mehr Schliff. Das ist gut. Mhm. Ja, das hat dann deutlich mehr Substanz. Das ist schon sehr gut. Das war noch ein bisschen streng. In seiner ganzen Art. Das, noch ein bisschen ja, und das Holz ruht so leicht. Mhm. Da kommt so viel zu salzige Mineralik hinterher. Ja, richtig. Den glaube ich brauchen wir mal. Warte mal. Den brauchen wir auf jeden Fall. Der wird sehr, sehr eingesperrt. Ja, ich glaube schon, dass er morgen mindestens machen kann. Hat auch Saft, ja. Ja, ja, das ist saftig und das ist sehr, sehr fest. Gib ihm 89, sehen wir uns morgen mal an. Machen wir. Das muss er dann halt einfach beweisen. Das ist auch noch so zu. Da muss man auch den. Das Trinkfenster verändern. Gut, was war das? Ja. Das? Aha. Kreuzberg, 9 Ader Schieferlei, großes Gewächs. Okay, dann machen wir das. Mal ändern. Gut. 225077. Schiffen, kühl. Viel Tabak. Gar nicht. Ja, und schwarze Oliven. Mhm. Vorhin war das süßlich-schokoladig. Und jetzt hat er davon nichts mehr. Gar nichts. Weißt du, das war vorhin so karamellig, butterig, süßlich. Und das ist alles fast völlig weg. Ja. Riecht sehr gestrafft. Kraft hat es. Durchaus eine gewisse Komplexität. Das ist auch relativ fest und schliff. Hm. Aber am Gaumen hat er den Karamell wieder. Hat ja. Diese etwas kompottige marmeladige Frucht. Das hindert ihn für mich am Aufstieg. Den, ich meine, von mir aus probieren wir ihn morgen nochmal. Sollten wir tun, aber ich sehe es im Moment auch nicht. Aber dieses Kompottige am Gaumen, das ist mein Ekel. Walporzheimer Kräuterberg. Das können manchmal Riesenweine sein. Aber man
darf es mit der Reife nicht übertreiben. Und mit dem, vor allem mit dem Restzucker nicht. Das wirkt ja, ist jetzt wirklich 4 oder 5 Gramm Zucker. Weißt du nicht? Ja. 322659. Wieder viel Holz. Ja, ganz dunkel und herb und fast verschlossen. Das Ledriges. Ja, aber das ist im Bau schon deutlich fester und kompromissloser. Das ist kühl, gleich mehr Saft, fest, genau. Viel mehr Schliff. Gewisse Härte schon, aber das ist halt noch jung. Und dann zieht es. Mit dunklen Beeren und Kräutern. Sehr anständig. Oh. Puh. Also da reichen wir 8 nicht. Nein, mir auch nicht. Das sind bei 90. Ja. Lass ihn uns morgen. Wir geben ihm 90, schauen ihn uns morgen an. Das ist fest und hat vor allem mineralisch. Das hat eine unheimliche kühle Mineralik. Das ist doch schliffen und elegant. Aha! Das ist, naja gut, das ist Kreuzbergs Spätburgunder Devon Schiefer R. Das ist der Versteigerungswein. Ah. Das ist der einzige, den er in Burgunderflaschen macht. Ja. Die anderen macht er alle in der Schlegelflasche. Mhm. Ist wohl in der Haushierarchie die Nummer 1. Wir werden sehen morgen, weil wir werden ja die anderen großen Gewächse auch nochmal sehen. Ja. Ja, aber es hat schon was. Keine Frage. 224448. Und das bleibt sehr lange stehen in dieser sehr kühlen und festen Art. Das wird überhaupt nicht marmeladig, wie das viele andere werden. Da merkst du, wie viel einfacher das ist. Das, obwohl es gut ist. Ist gut, aber. Nussig, holzig. Was man da kriegt, ist Milchschokolade. Ja, genau. Getrocknet vegetabil stimmt wieder. Wie getrocknetes Gemüse. So Brokkoli und solche Sachen. Brokkoli finde ich sogar total deutlich. Das ist richtig. Hui. Saft, Kraft, Schliff. Nur Substanz und Dichte hat es schon. Schon ein bisschen schokoladiges Holz und ein bisschen Kompott. Ja. Aber viel fester ist das, was wir vorher hatten. Schon toll. Das sind eher 89. Ja, das sind fast 90. Auch das werden wir uns morgen nochmal anschauen. Ja, aber nicht so eindeutig. Finde ich nicht so eindeutig wie beim Nein, Gefühl. Das hat nicht ganz diese enorme Festigkeit des anderen. Aber das ist schon sehr. Aha, das ist Maischoser. Stimmt das? Ja, Maischoser Mönchberg. Großes Gewächs von Deutzerhof. Ja, das macht schon ein bisschen Eindruck. Da stelle ich mir jetzt eine Leber vor. Sehr gut. Hä? Ja, geht sofort. Oh ja, Leber wäre jetzt. 322772. Morgen nehme ich die alle mit nach Hause, dann lade ich dich zum Essen ein, dann gibt es Leber mit Pilzen. Nett. So machen wir das. Oder es gibt Leber und Steak und Pilze und was uns so alles einfällt. Apropos Steak. Ja, aber das. Das ist kühl. Das ist wirklich so ein bisschen Fleischsaft. Das sind ganz feine Pfeffernoten, ein bisschen Kräuter. Kräuter, ja. Das finde ich sehr, sehr elegant, verspielt, animierend. Das Kümmelige, ja, das ist schon ein bisschen drin. Ja, genau. Völlig andere Baustelle, das ist nicht A. Nein. Das ist nicht A. Das ist Franken. Das ist richtig. Nein, das ist klar. Naja, das war jetzt nicht schwer, das jetzt zu erraten, wenn es nicht A ist, muss es ja Franken sein. Sehr elegant. Mein Lieber, das macht aber schon unglaublichen Spaß. Ja.
Und auch wieder dieser fast süße Fleischsaft. Das ist. Weißt du, wenn du nicht dieses Massentierhaltungs-Drecksfleisch kaufst, sondern so richtig, ja, richtig gutes Rindfleisch. Das hat manchmal so eine. Mit dieser leicht süßlichen süße, Richtung. Süße Anmutung. Ja, nur ist Grilltomate für mich viel zu plump, das ist einfach feiner. Ja, ja, ja. Aber du hast schon recht, die grobe Richtung stimmt. Wenn du das sehr, sehr fein essentiierst, dann stimmt's. Mhm. Ja? Oh, ein bisschen Bitterschokolade. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Das ist sehr gut. Die sind an 89 zu wenig. Wo sind wir hin? Ja. Auf jeden Fall bei 90. 90 gehe ich mit. Ja. So ein bisschen, es bleibt eine leicht marmeladige Anmutung. Ja, ja. Das hilft jetzt natürlich, dass er ein bisschen kühler ist. Aber die 90 hat er. Einverstanden. Ja. Aber den Fleischsaft schreibe ich jetzt allein, weil der ist wirklich da. Ja, ich möchte das wirklich so zu diesem nussigen kanadischen Steak, das ich da. Aha! Das ist das Weingut Fürst, das ist der Klingenberger Schlossberg, großes Gewächs. Ja, das bleibt mal stehen. Schon toll. Ja. 224452. Wir schauen ja noch nichts. Jetzt. Oh, ganz, ganz anders wieder. Altholzig, tabakig, herb, erdig, aarartig. Ja. Ne? Mit dieser sehr, sehr dunklen, ja, tabakigen Art, die sie so oft haben. Dieses Teer, diese Teernote. Oh, ja. Da jetzt mal wirklich Wacholder drin. Wacholder und Pflaumen. Ganz höchstens. Überhaupt Zuckenkräuter dazu. Ja. Naja, das hat schon Stoff. Klar. Kühl und geschliffen. Fest. Kirschen. Ziemlich viel Kirschen. Saftig. Bitterschokolade dazu. Stark gewürzig. Das kann schon was. Ich bin ja 90, ja. Aber ja. Ohne Probleme. Mit dem Saft. Und der Dichte. Das mal neu anschauen. Sicherheitshalber ja, aber ich glaube nicht, dass ich das. Aber wir machen es noch. Verändert. Was haben wir? Oh, Altenaare Eck. Spätburgunder Deutzer. Großes Gewächs. 90. 322661. Aber eins kann man jetzt schon sagen. Nachdem wir jetzt schon viele Gebiete durchprobiert haben. Ahr und Franken sind die Gewinner des Jahrgangs im Moment, oder? Rheinhessen auch. Mit Spätburgundern? Ach so, mit Spätburgundern. Ich meine nur mit Spätburgundern. Ach so, wobei wir in Baden mittlerweile noch nicht die. Ja. Die Top-Sachen, bis auf Sieger, also, der Huber noch nicht hatten. Erstaunliche Feinheit. Vor allem, du merkst ja jetzt wieder. Ja. Wieder ein kühler Wein von, ja, der Ahr. Das gab es früher fast nie. Das ist richtig. Und da müssen wir keine 10 Jahre zurückgehen, das gab es vor 5 Jahren kaum so. So ist es. Genau so ist es. Da hat sich eine Menge getan. Sehr gut. Auch das sehr, ist sehr fest, kühl, tief, straff, mineralisch. Ja, sehr geradlinig auch. Ziemlich kompakt. Durchaus, ja.
Für mich aber Graz um 90. Geht mir genauso. Auch das morgen nochmal? Ja. Ja, das muss morgen durchaus verifiziert werden. Schon ein bisschen verschlossen, aber so richtig die Tiefe? Ja. Ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube, er hat mit der anderen. Das ist Aweiler Silberberg von Kreuzberg. Aber das muss man beweisen. Ich glaube es nicht ganz. Ich glaube es auch nicht. Ich will auch die Länge hat er nicht. 223891. Habe ich das mit dem Jahr auf hohem Niveau schon mal erwähnt? Ja, in dem vergangenen Video mehrfach, aber jetzt noch nicht. Ah, okay. Völlig anders. Total anders, ja. Das ist ganz dunkel. Das ist sehr in sich geschlossen, sehr kompakt. Da war ein bisschen brotig. Für mich hat das sehr so ja, diese malzige so Brotrinde. Weißt du? Sauerteig hat es was. Sauerteig ist ziemlich gut. Ja. Schreiben auch rein, weil das ist wirklich ganz deutlich. Kühle, saftige, mineralisch unterstützte Frucht. Ja, aber einseitiger. Deutlich einseitiger als der andere. Als der Vorgänger. Ja, trocknet auch leicht. Es trocknet, das hat nicht, das hat die Vielschichtigkeit nicht, das hat die Finessen nicht ganz. Für mich kämpft es um 89. Tut es im Moment tatsächlich leider, ja. Das schafft es nicht, das sind 8. So leid es mir tut. Das ist auch Franken, gell? Ja. Das ist auch Schlossberg. Ja. Nee. Nur Klingenberg. Ja. Also Stadt Klingenberg. Aber der kommt an Komplexität und Feinheit nicht dran. Nein. Das trocknet ein bisschen. Schade. Das hat die Länge auch nicht. Ist wirklich schade. Das beeindruckt im ersten Moment sehr. Wer kann, aber es bleibt, du merkst es im Abgang, es ist zu wenig komplex, ein bisschen zu einseitig. Das ist sehr, sehr gut, ja. Aber es ist nicht groß. Ja, Klingenberg, wir hatten ihn gestern schon mal. Klingenberger Schlossberg. Ernst Baltes heißt er. Wie heißt er? Heißt er Ernst? Benedikt Baltes. Wie komme ich auf Ernst? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, das ist ein Supermann. Der aus vielen Sorten Traumweine macht, auch das ist ein hervorragender Wein. Nur in diesem Jahr schafft er nicht ganz mit den absoluten Spitzenleuten mitzuhalten. Komischerweise. Also er macht einen Traumportugieser, der ihm überhaupt nicht nachsteht. Was hat er noch so? Also wie auch immer. Ja, das ist schon so. Das Weingut im Auge behalten und diese Weine trinken unbedingt. Ja. 322663. Aber da merkt man jetzt schon einen gewissen Klassenunterschied. Ich wusste es doch. Puh. Ui. Ein bisschen tiefer als der Rest. Ja, aber auch etwas fast animalisch ein bisschen. Das stimmt. Ja, 40. Das ist auch wieder so abgehangenes Fleisch durch. Ja. Stimmt. Oh. Ja, aber das hat eine Konzentration und eine Finesse und eine Tiefe und einen Schliff und eine Mineralik. Sehr viel Schliff. Das ist schon eine Hausnummer anders. Salzig. Säure betont, kühl, sehr fest, erdig, gewürzig, Kräuter, dunkle Beeren, das ist enorm. Das packt auch nicht zu. Sehr gut. 90. Wir sind bei 90, aber wir könnten über 91 diskutieren. Denn das hat schon
Das hat schon wirklich was. Das würde ich schon mal anempfehlen. Das A, ne? Ja, das A. Sehr schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und wie sie es schaffen, das so kühl zu machen. Ja, endlich. Und dieses salzige. Und auch dieses Monsterholz mal zu reduzieren. Das war ja interessiert da gar nicht. Unzumutbar. Gut, was ist das? Ha! Ja. Sonnenberg, man erinnert sich, wir hatten den gerade schon von einem anderen Weingut. Mhm. Aber es ist wirklich eine tolle Lage. Aber das, der bringt das wirklich zum Ausdruck. Mineralisch ohne Ende fest. Ganz klasse. Der hat eine Länge. Ganz klasse. Toll. Sehr, sehr, sehr. 225075. Er zieht auch nach, ne? Das hat wirklich Länge. Ja, ja. Haben wir nichts falsch gemacht. Nee. Machen wir je irgendwas? Nein, nein, nein. Also nein, du. Nein. So, viel mehr Holz. Ja, auch sehr kräuterig. Ja, ja, Kräuter, aber auch schon ein bisschen Schokoröstung, ja, irgendwas ja, ein bisschen. Ja, ja, ja. Also mehr, also, ja, sagen wir, vielleicht nicht sehr viel mehr Holz, aber von anderes Holz. Das merkt man halt einfach. Ja, auch das. Wobei das durchaus komplex ist. Und ja, Tiefe hat. Schon. Und da kommt jetzt wieder Fleischsaft, saurer Fleischsaft, weißt du, auch andere Art Steak, aber das ist so. Hui. Die Blaubeeren, auch wieder Kirschen, sehr saftig. Und es ist Rindfleischsaft. Es ist nicht einfach Fleischsaft, sondern es ist Rindfleischsaft. Schon richtig steakartig. Und das Pfeffer passt. Blutorange ist auch richtig. Mhm. Vor allem am Gaumen hat es unheimlich viel Blutorange. Mhm. Ah, und ein bisschen Zucker. Das kann mir, kannst du mir nicht erzählen, dass das knochentrocken durchgeformt ist. Hat auch wieder irgendwelche 4 Zucker oder 5. Das schmeckt doch wirklich süß. Das wirkt schon so, ja. Aber der Sonnenberg war besser. Der Sonnenberg war für mich deutlich besser. Das ist für mich mit diesen süßen Tönen, mit der Blutorange, das muss um die 90 kämpfen. Ich würde das morgen gerne mal sehen. Unbedingt. Das wird er morgen zu beweisen haben. Das sehe ich genauso. Weil für mich hat das hier gerade nicht. Nee. Für mich sind es eher 89. Ich meine, das ist ja sehr gut und ich meine, es beeindruckt, aber ich glaube, dass da diese Süße ein bisschen mehr. Ja, das ist nochmal eine Top-Lage. Dann nochmal Pfarrwingert. Dernauer Pfarrwingert. Meiernecker. Von Meiernecker. Dernauer Pfarrwingert. Wie auch immer. Guter Wein ist es, aber den Zucker braucht. Zu sicher. 89 haben wir gesagt. Ne? Yeah. Wir werden sehen. Du möchtest mein Glas. Letztmalig. Sind wir am Ende. 3, 2, 2, 7, 6, 6. Was ist das auch hinten draußen immer so komplex? Das ist, da haben wir gerade mit dem Kreuzberg das deutlich komplexeres erlebt, meiner Ansicht nach. Ja, der war sehr warm. Oh, apropos komplex. Das ist fest und tief. Ja, sehr tief. Und das hat Cassis ohne Ende. Das ist richtig. Du merkst die alten deutschen Klone. Ja. Das ist halt nicht burgundisch, das ist ganz anders. Teer. Ja. Schwarze Oliven. Ja. Ist interessant, dass der deutsche Spätburgunder, dass manche deutsche Spätburgunder-Klone südländischer wirken als. Das ist die wahr, burgundischen. Ja. Viel Bitterschokolade und Kaffee. Aber nicht so totgerösteter Kaffee, ganz fein.
Fast was Malziges hat er. Du kannst dir fast vorstellen, wie klein und verschrumpelt die Trauben ausgesehen haben. Ja. Aus denen das ist. Das ist nämlich ziemlich konzentriert. Ja. Auch das hat wieder diesen deutlichen Umami-Ton. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Hat er auch, hat er auch. Das ist schon großer Stoff. Hm. Steht lang. Ja, ja. Ist was Darufsartiges leicht. Ja, es ist halt... Das hat zwei Seiten. Es hat nicht diese unglaubliche Finesse und Spannung, die wir uns von manchen anderen großen Burgundern erwarten, aber es ist halt sehr konzentriert und es ist dicht und es ist komplex und es ist so lang. Deswegen glaube ich auch, dass da 91 locker nicht reichen. Ich bin fast bei 3. Bei 2 bin ich jederzeit. Und über 3 können wir gerne nachdenken. Denn das ist immer noch da und hat einen enormen Zug und da ist wirklich auch sehr viel Komplexität und durchaus feiner. Und ein Mordsaft. Ja. Ja, ich glaube, das lässt sich sehr gut verantworten. Ja. Gut, das ist nochmal fest. Das ist Hunsrück. Gab es lange Zeit nicht, war früher ein Teil des Zehntgrafenbergs. Mhm. Das ist der bessere Teil. Da stehen wohl auch seine alten Riffstöcke. Das ist extrem gut. Aber es ist halt verdammt gut. Es ist auch verdammt teuer. Mhm. Aber es ist halt einer der besten Rotweine des Jahrgangs, wenn er nicht der beste ist. Wir haben noch nicht alle probiert, aber... Ja, das ist ganz weißt du, viel Konkurrenz hat es da nicht mehr. Gerade in diesem Jahr, wo viele solche kompottig-marmeladigen Weine gemacht haben, man musste Ahr ein großes Kompliment machen, die genau das vermieden hat, die sehr viel geschliffener geworden ist als früher. Haben wir ja in den letzten Tagen in Württemberg und so und in der Pfalz schon anders erlebt, wo es sehr breit und schokoladig und marmeladig war. Das sind die nicht. Die Franken, die guten, sind es auch nicht, auch wenn es in Franken natürlich weniger Leute gibt, die überhaupt guten Rotwein machen, aber die, die es können, können es. Gut, das war das Wort zum Sonntag. Naja, zum Donnerstag. Trüb bleibt es immer noch. Naja, aber trocken. In uns ist es etwas sonniger geworden in der letzten Zeit. Wir verabschieden uns, sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Da gibt es dann Mosel und Nahe, den Rest. Teil hatten wir schon, leider nicht videofizieren können, weil wir ja ein paar interne Techniktrottel haben, die unseren ganzen Kanal gelöscht haben. Sagen wir ja natürlich nicht öffentlich. Nein. Nein, Trottel vor allem nicht. Nein. Und intern nicht. Nein. Nein, nein. Aber also es ist halt so. Trottel würden wir nie sagen. Aber so ist es halt. Und wir sehen uns also dann morgen. Rotwein wird es keinen geben, aber die nächsten großen Gewächse, wie gesagt, Mosel nahe steht an. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Vielleicht Rheingau. Wir werden sehen. Mhm. Auf jeden Fall in der nächsten Woche uns noch ein paar Mal. Bis dahin. Bis dann. Guten Abend.